Besten Listen sind mir egal. Lalalala. Ah, guck mal. Zombie, der seine Seele an den Teufel verkauft hat, hat es auf einmal mit zwei vertrottelten Bösewichten zu tun. So eine typisch Frau. Nein. Wow, das war der Wahnsinn. Weiter so, Teufelskräfte Allee. Ole. Wurst wie, auch wenn es lästig ist, es lohnt sich anderen auszuhelfen. Erstaunlich, was für trottelige Bösewichte es noch gibt. Es heißt, hier ist irgendwo ein Schatz aus alten Zeiten versteckt. Ah, aber er ist im nächsten Level. Ja. Wenn wir jetzt gucken, hier war Teufel 1, Teufel 2, Teufel 3, Teufel 4. Das letzte Mal. Bin ich ja mal gespannt. Rüsten wir uns mal neu aus. Da wir jetzt mehr als das hier nehmen können. Wir können auch unseren Dreizack zum Beispiel nehmen. Oder unsere Zackenaxt. Oder unseren Morgenstern. Ich nehme den Bestientöter mal. Catnamed ist gut. Der Schild ist besser. Die Stiefel sind besser. Und hier gibt es bestimmt auch irgendwas für den Kopf, was besser ist. Zum Beispiel der Piratenhut. Hätte gerne so eine komplette Schuppenkleidung. Das wäre cool. Start! Zombie! Erinnerst du dich an deinen Tag mit dem Teufel? Nein, der ist ja nicht irgendwie erst 2 Minuten her. Ich werde dir meine Kraft 4-mal leihen, dann bekomme ich deine Seele. Erinnerst du dich, bei dieser Quest wird es das 4. Mal sein. Das sollten wir also gründlich besprechen. Legen deines Pakt mit dem Teufel. Ich kann da etwas für dich tun. Mal sehen, die Sache wird dich 100 Millionen Gold kosten. Ich mache doch bloß Spaß. Hab nur Spaß gemacht, weil du das bist, nämlich nur 1 Million Gold. Was schaffst du, Tom, ey? Es heißt, dass ein König aus alten Zeiten hier Sinnschätze versteckt hat. Was für eine wundervolle Legende. Also gut, auf geht's. Zeit ist Geld. Also los, los. Ah! Was? Ein Erdbeben? Es ist vorüber. Ah, wieder eins. Was ist da los? Oh Gott, wie sieht der denn aus? Ihr törichten Menschen! Tag für Tag... Oh Gott, das packt meine Stimme nicht. Tut mir leid. Sterb. Tag für Tag dasselbe. Unaufhörlich sucht ihr nach meinem Schatz. Ich habe den Schatz vergraben. Er gehört ganz allein mir. Mir reicht's. Ich werde die Welt zusammen mit meinem Schatz zerstören. Als erstes werde ich dieses Dorf ausradieren. Nimm das! Oh, nimm das! Hm? Ah, er kann nicht zielen. Er kann nicht richtig zielen. Zombie, da gibt es Ärger. Der Schatz wird uns entgleiten. Ich meine, die Dorfbewohner sind in Gefahr. Sorg erst für die Sicherheit des Dorfes und kümmere dich dann um den Schatz. Auf geht's. Immer ich. Jetzt kommt gleich wieder Pam. Pam, pam, pam. Ich bin Boon, der Meister im Bombenbauen. Normalerweise baue ich Bomben für die Männer im Dorf im Norden, um die Felsen zu sprengen. Du siehst stark aus, deshalb bin ich eine Bitte an dich. Ich vertraue dir die große Bombe an. Bitte rette das Dorf. Übrigens, diese Bombe ist die letzte, die ich habe. Benutze sie nicht für ein Monster. Große Bombe. Okay. Bitte, bitte rette mein Dorf. Alles, was ich noch zu essen habe. Es gab viele Erdbeben, also bin ich im Dorf vom Norden hierher gekommen. Das ist aus wie der Teufel, für sie. Haha. Okay, Funk, hi. Warum bist du so unfähig? Wirf diesen Felsen auf das Dorf. Das bringt nichts. Damit produziere ich... was? Ach, der redet immer. Das bringt nichts. Damit produziere ich nur ein Erdbeben. Was? Widersprich mir nicht. Wenn du so drauf bist, werden wir den Schatz nie finden. Hm? Du schon wieder? Wie du siehst, bin ich gerade sehr beschäftigt. Ich mach Hackfleisch aus dir, wenn du mir wieder in die Quere kommst. Ja, genau, wie immer. Hey, wieso bist du so stark? Ich war so dicht dran an dem Schatz. Ja. Hallo, Magufmann. Tut mir leid, ich werde keine Erdbeben mehr hervorrufen. Die Sorgen hat mich dazu gezwungen, ehrlich. Aber dank dir muss ich das nie wieder etwas gegen meinen Willen tun. Ich gehe jetzt nach Hause. Okay. Weil... ich glaube, ich bin zu spät. Schnief, ich will mein Dorf zurück. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss mit der Bombe. Alle sind im Süden geflogen. Mir ist es egal. Ich liebe dieses Dorf. Was soll ich mit der Bombe retten? Ach, die Gefahr ist nur, dass der Felsen da einschlagen wird. Was soll ich mit der Bombe machen? Ich bin Boon. Hm?
Warum hast du schon eine große Bombe? Nun, wie auch immer, ich verlasse mich auf dich. Er meint ja, dass er die Dorf wurde zerstört. Ja, aber was ist der Schatz, bitte? Mit C betreten. Felsen kaputtgeschlagen. In der Höhle ist nichts. Ups, das war nicht knapp oder so. Nee, nee. Kann ich hier was essen? Nö. Ach so. Ah ja, genau. In jeder Höhle ist was anderes. Ich verstehe schon. Okay, ja, du wirst nichts mehr machen. Gut. Ich würde gerne die Bombe benutzen, aber ich darf. Jetzt ist sie weg. Komisch. Miau, nichts. Vorwärts. In der Höhle ist ein Schatz. Oh, Zombie, du hast den Schatz also gefunden. Aha, aha, das ist spitze. Das müssen mindestens 500.000 Gold sein. Ich werde das Geld für mich aufbewahren. Und tap. Also Zombie, es fehlen noch 50.000 Gold. Viel Glück. Okay. Nee, das ist nicht da. Der. Gut. Ich gehe mal kurz nach Süden, um mich nochmal zu heilen. So, du gibst mir nochmal eine Bombe, bitte. Huch, was? Ich wollte eine Bombe haben. Jetzt habe ich Start gedrückt und alles übersprungen. Tut mir leid. Na, bist du ja. Ich baue gerade noch eine große Bombe. Hier, ich habe eine fertig. Also nimm sie. Haha, komm wieder, wenn du eine brauchst. Der Königsschatz ist im Norden. Das sagen zumindest alle. Ja, hä, aber ich war schon im Norden. Da war nichts. Ich könnte nur noch darüber gehen. Da war ich noch nicht drin. Ja, nochmal eine Truhe. Gut. Gut. Hihihi. Siehst du, als hättest du einen zweiten, den zweiten Schatz gefunden, Zombie. Gut gemacht. Also dann, großartig. Ich glaube, hier sind nochmal 50.000 Gold drin. Nein, dann will ich nicht so schüchtern sein. Gut. Hihihi. Ach ja. Das Ding. Ding, ding, ding. Herzlichen Glückwunsch. Du hast jetzt 1 Million Gold. Okay, jetzt geh und erledige den Bösewicht. Also dann. Miau. Fliegt sie weg. Gut, ich möchte aber nochmal die Zeit zurücksetzen, mich nochmal heilen. Nochmal heilen, da bist du ja. Bla bla bla. Warum auch immer jetzt die ganzen Steine weg sind. Und in den Kampf. Da bist du. Da bist du also. Du bist hinter meinem Schatz her, du gieriger Hyäne. Mit Zweien bist du schon davon spaziert. Aber glaubst du, das macht mir etwas, nur weil du mir diese Zwei weggenommen hast? Ob mir das was ausmacht, du habgieriger Narr. Nö, ist mir egal. Papp, keuch. Ach so, stimmt, du hast ja mit dem Teufel aus Urzeiten. Wir sehen uns dann auf der anderen Seite. Da gab's noch einen dritten, oder wie? Nee, glaube ich nicht. Gut gemacht. Letzten Endes hast du nur zwei von den Schätzen gefunden. Aber so doch was. Oh, ich muss nochmal rein. Okay. Lassen wir es dabei. Ich habe mir ja versprochen, wegen des Pakts mit dem Teufel etwas für dich zu tun. Es geht los. So. Okay, fertig. Du wirst allerdings die Kräfte des Teufels verlieren, die dir so sehr geholfen haben. Naja, aber dafür darfst du deine Seele behalten. Okay, jetzt bist du wieder der Alte. Und wir können unsere Reise fortsetzen, Zombie. Und das lässt der Teufel einfach zu? Einfach so. Einfach so, okay. Gut, warum auch nicht? Jetzt muss ich hier nochmal rein, weil ich einen Schatz übersehen habe. Meine Jüte. Ich immer der Blindfisch. Dip, 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 besten Listen. Besten, best, besten Listen. Ich muss mich ja gelobt fühlen vor dem Spiel, wenn es immer meine Daten an die besten Listen schicken will. Wenn nach jedem und jeder Runde muss ich ja einer der Besten sein. Ich, fra-
Frage ist nur, wer war letztendlich der wahre Teufel? Gierige Schlampe! Schätze, 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 juhu, danke, Zombel. Hast du es geschafft, alle Schätze zu finden? Nein. Warum sind alle so wild auf Schätze? Mach darauf, dass du die richtige Ausrüstung hast, bevor du dich in ein neues Abenteuer begibst. Moment, jetzt muss ich mal kurz... Ach, schauen, da oben ist 18 und hier ist 17. Okay, eins muss ich da, kann ich da noch machen sogar, damit es dann nie wieder zusammenläuft. Aber erstmal hier... Lock aus und Start. Miau. Alles überspringen. So, erstmal hier mit allen reden. La 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 la. Miau. Da, bla bla bla, Happy End. Ich verstehe immer noch nicht, was ich... Ach so. Muss den Maulwurf besiegen und dann mit dem unteren Dorf reden. Ja, ja, das kettliche Stück hier kennen wir schon. Ich glaube, das Dorf ist schon kaputt. Ja, ein bisschen zu spät, also nochmal das Ganze. Reparieren. Mit der großen Bombe in die Höhle reingehen. Große Bombe benutzt. Komm, ganz schnell, ganz schnell. Boah, geh weg. Ich habe keine Zeit für dich, so. Tut mir leid, ich werde keine... So. Der Erdbeben hat aufgehört. Forever. Hoffe ich doch. So, dann sagen wir dem Bescheid und hören uns mal an, was die überhaupt sagen. Die Erdbeben haben aufgehört. Hast du etwa die Erdbeben gestoppt? Super, danke. Na dann, komm das nächste Mal ins Dorf, wenn du Zeit hast. Hey, jetzt lass es... Es geht. Jetzt geht es uns gut. Du hast das Dorf gerettet. Vielen, vielen Dank. Danke, jetzt kann ich endlich zurück nach Hause. Danke, jetzt kann ich endlich wieder im Dorf spielen. Nom. So. Taucht im Süden vielleicht eine Höhle auf? Ich muss jetzt alle Möglichkeiten inbeziehen. Hier gibt es mir nochmal eine Bombe. Königsschatz ist im Norden, das sagen zumindest alle. Yep. Das leckt auch gar nicht gerade. Sieht man auch gar nicht. An der Zeit besonders. So, nochmal den. Die Bombe ist irgendwie buggy, würde ich sagen. Benutzt die immer wieder, es passiert aber nichts. So. So, da ist ein Teil des Schatzes. Da ist nix. Da ist der zweite Teil des Schatzes. Ziel erreicht, ja. Da ist aber nix. Bleiben die leer? Oder füllen die sich nochmal zu einer bestimmten Uhrzeit? Das ist nämlich komisch, weil eigentlich müsste ja nochmal irgendwo ein Schatz sein. Hm. Kein Effekt, hatte keinen Effekt, kein Effekt, kein Effekt. Die Höhle ist leer, kein Effekt. Nochmal zurücksetzen. Ich verstehe es nicht. Wo soll denn bitte der letzte Schatz sein? Wenn ich meine Ausrüstung komplettiere. So, nochmal zurücksetzen. Schatz, 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 Schatz. Besonders diese Tausende von Gegner. Nochmal zurücksetzen, nochmal kurz essen.
Dann nochmal zum Boss gehen. Er sagt was von noch einem Schatz. Vielleicht muss man danach nochmal rausgehen. Was sehr komisch wäre. Aber ich habe doch jedes Loch durchsucht. Der Königsschatz ist im Norden. Lalala, ich teste hier gerade ein bisschen rum. Okay. Oh, jetzt die Bombe gegen ihn geworfen. Okay, ich verstehe es immer noch nicht. Noch einmal versuchen. Ich mache jetzt was. Ich will mal sehen, was passiert. Ich will noch das Ending haben, dass ich vom Teufel meine Seele verkaufe und so. Ne? Einfach, weil es geht. Und dann lasse ich das einfach mal so offen stehen. Vielleicht gibt es jetzt also nach dem Tag heute eine Folge mal nicht. Einen Tag mal keine Folge, weil ich nicht verstehe, wo der letzte Schatz ist. Übrigens, wenn ich gerade die Zeit habe, werde meinen Browser kurz öffnen. Kurzerhand. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so schnell finde, aber es kann jetzt halt eine Minute dauern. Videomanager. Muss kurz durch meine Videos klicken. Und einfach in Half Minute Hero Part anklicken. Vielen Dank an My Black Hill. Müsst ihr mal unter die älteren Videos mal schauen von Half Minute Hero. Der macht Komplettlösungen, Walkthroughs, durch die einzelnen Level, die ich in den Missionen, in den Part immer spiele. Also zeigt wirklich alles, was es dort zu finden gibt. Also im schlimmsten Fall könnte ich auch auf seinen Part warten. Aber trotzdem nochmal ein dickes Danke an ihn. So, dann nochmal hier. Miau, miau. Bitches, ich habe die Kräfte des Teufels, ich muss gar nichts. Miau. Miau. Stirb, Felsen, stirb. Oh, ein bisschen stabil. Na gut, ich kann mir auch Zeit lassen. Ein bisschen mehr. Ich glaube, den kriege ich nicht so schnell kaputt, oder? Doch, das könnte sein. Das könnte hingehen. Hinkommen. Doch, ist noch nicht kaputt. Okay. Ist wunderbar. Welt gerettet. Fragezeichen? Wieso steht da Fragezeichen? Wieso steht bei dem einen Loch Fragezeichen? Interessant. Ich dürfte jetzt nicht beten an sich eigentlich. Aber muss. Ich möchte warte noch. Mach mal gleich. Nee, mach mal jetzt. Noch einmal versuchen. Ja. Ich möchte nämlich jetzt da die Bombe hinlegen. Weil da wenigstens drei Fragezeichen sind. Bombe erhalten. Okay, das passt. Und jetzt hier. Nein, da steht nur Fragezeichen. Das eine Loch bleibt doch immer da. Warum auch immer. Aber hier ist nirgends was. Nö, hier ist wirklich nirgends was. Ah. Dafür ist also die Bombe da, okay. Miau. Kann ich ja hier hochlaufen, kann mich jetzt da heilen, kann auch mal da mit dem reden, dann gibt er mir nochmal eine Bombe. Kann ich wenigstens die Dinger hier schnell kaputt machen. Zack. Weggeboomt. Zeit zurücksetzen, nochmal eine Bombe holen. Miau. Und zack. Auf zum Boss. Wer bist du? Niemand bekommt meinen Schatz, niemand! Na gut, dann stirb. Du bist so stark! Ach stimmt, das ist ja ein Teufel mit dem Teufel, bla bla bla, packt.
Aber ich konnte es jetzt nicht bezahlen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, Zombie, ich hab dir doch gesagt, dass ich 1 Million Gold dafür will. Du hast zu wenig. Puh, Geschäft ist Geschäft. Ich glaube, es wird Zeit. Zombie, pass auf dich auf. Leb wohl. Hey, schön, dich wiederzusehen, Zombie. Wie vereinbart komme ich wegen deiner Seele. Hehe, hast du Angst? Keine Sorge. Gleich wirst du nicht mehr in der Lage sein, etwas zu spüren. Ja, hehe. Haha. Ha, 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 ha. Zombie hat seine Seele mit dem Pakt vereinbart an den Teufel verloren. Damit endet seine lange Reise. Kein Bild? Oh, langweilig. Ich frage mich trotzdem noch, wo der Schatz ist. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Half Minute Hero. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und so Zeug, ne? Bis dann, auf Wiedersehen und tschüss.